Hallo ihr Lieben, Christian Schimmel hier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe und so weiter und so weiter, Buchautor, auch mein erstes Buch, ist wieder lieferbar, wir haben extra nochmal 2000 nachgedruckt, holt euch den Liebescode auch noch, habe jetzt gerade kein Exemplar hier, bevor es den nicht mehr gibt, ja, wird hoffentlich noch lange, aber ich weiß es nicht, was der Verlag macht, immer so. Genau, die da eine Dating-Beziehung-Frage, ihr seht ja an einem Titel der Mail, worum es geht. Ich lese mal jetzt mal vorher nicht durch, wir gehen mal direkt rein von Gogilotschkola. Genau, lieber Christian, zuerst einmal vielen Dank für deine wertvolle Arbeit, du machst das wirklich toll. Trotz intensiver Arbeit an mir bin ich wieder in eine Beziehung geraten, in welcher ich überfordert bin. Ich bin 45 Jahre alt und beruflich sehr erfolgreich. Okay, das merken wir uns mal für später. Jedoch will es einfach, was Beziehungen angeht, nicht klappen und langsam bin ich darüber etwas frustriert. Letzten November habe ich meinen jetzigen Partner in den 50ern getroffen. Wir sind schon seit 8 Jahren bekannt, arbeiten in derselben Firma, jedoch in unterschiedlichen Standorten. Ja, also da gilt es auch nicht Don't Fuck the Company, so, ne? Das ist schon okay. Besser als Online-Dating auf jeden Fall. Wir leben 100 Kilometer entfernt. Er hatte mich um ein gemeinsames Mittagessen gebeten. Wir haben uns schon immer gut verstanden. Ich habe mir auch nichts weiter dabei gedacht. Beim Treffen wurde mir recht schnell klar, dass er mehr möchte. Okay. Er gab dann in den folgenden Wochen richtig Gas und hat immer mal wieder erwähnt, dass er mein Herz erobern möchte und was für eine tolle Frau ich bin. Ich weiß immer gar nicht, warum man so rumsülzen muss. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ich denke mir immer, also jetzt auch mal so ein Rat an die Männer, macht einfach Dates. Also es ist ja gut, dass er ersten Schritt macht, sagt, hey, ich finde dich hot, ich will dich daten. Und das war's. Und dann wieder, wann hast du Zeit? So, und dann zwischendurch nicht, oh, ich bin die tolle Frau, ich will dich erobern. Wie hast du geschlafen? Was hast du geträumt? Hast du schon geduscht heute? Sondern zack, 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 wann ist das nächste Date? Bis dahin muss man auch nicht groß schreiben. Nächste Date. Hang out, have fun, hook up. Ist total easy. Rausgehen, Spaß haben, körperlich werden, fertig. Nächste Date. Abmachen. Das gleiche wieder. Nächste Date. So macht man das und nicht, du bist die tollste Frau, die ich je gesehen habe. Ich will dein Herz erobern. Du bist ein versunkener Schatz im Meer meiner Seele. Du mein honiggewaldeter Schmetterling. Ja. Er hat sich richtig ins Zeug gelegt und das hat mich beeindruckt. Könnte aber auch schon Lovebombing sein, ja, ne? Aber es ging teilweise auch zu schnell. Ich war nicht von Anfang an verliebt. Ja, das passiert dann nämlich. Also so wie ich das gerade in meinem Kurzdurchgang geschildert habe, mehr dazu in meinen Datingkursen, geht das ganz langsam, ganz natürlich, seinen Gang. Und die Frau kann sich in ihrem Tempo verlieben. Seht es mir nach, wenn ich jetzt nicht alles erkläre. Weil es ist einfach besser, wenn die Frau immer ein bisschen, wenn man der Frau immer ein bisschen mehr Platz lässt als Mann so, dass sie sich verlieben kann. Weil Frau kann sich nicht verlieben, wenn der Mann immer ist so, ne? Oder es ist schwieriger auf jeden Fall. Ich war von Anfang an verliebt und vorsichtig gegenüber seinen doch etwas übertriebenen Liebeserklärungen. Aha. Okay, das hört sich schon mehr nach Lovebombing an. Irgendwann habe ich dann doch Gefühle entwickelt, trotzdem hatte ich ein komisches Bauchgefühl. Eine BFR, Big Fucking Red Flag. Bauchgefühl nehmen wir leider häufig nicht ernst genug, ne? Er erzählte mir, dass er seit letztem Herbst geschieden ist und 3 Kinder hat. Sie hätten das Nestmodell bei der Scheidung vereinbart und wechseln sich wochenweise mit der Kinderbetreuung ab. Aufgrund logistischer Einfachheit wohne jedoch im Moment die ganze Familie noch im selben Haus. Oh, okay, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Seine Ex und er seien jedoch getrennt. Alarmglocken, schreibst du. Oh. Ei, 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 ei. Oh. So, jetzt doch mal ab. Dann schauen wir mal, wie das weitergeht jetzt. Ich hoffe nicht so, wie ich denke. Ich hatte ihm dann gesagt, solange er noch mit seiner Ex zusammen wohnt, es für mich keine Option ist, eine Beziehung zwischen uns zu führen. Wow.
Sehr gut, so wird's gemacht. Daraufhin ist er noch in derselben Woche von zu Hause zu einer Bekannten gezogen. Zu einer Bekannten. Kann er nicht beim Mann wohnen oder alleine? Okay. Bis Weihnachten trafen wir uns dann zwei bis dreimal die Woche. Er erzählte mir dann, dass das Weihnachtsfest mit der Familie angespannt war und er und seine Ex-Frau kaum miteinander sprechen. Ja, das soll vorkommen, ne? Ich entschuldige die Bohren, aber die entkernen die ganze Wohnung da unten und ich könnte eigentlich gar nicht arbeiten, wenn ich da mal warten würde. Er musste nun wochenweise die, also es war angespannt, seine Ex-Frauen, die sprachen kaum miteinander. Das fand ich irgendwie komisch, habe jedoch versucht, nicht so viel darüber nachzudenken. Nö, das finde ich nicht komisch. Nach Weihnachten hat sich dann alles geändert. Er musste nun wochenweise die Kinderbetreuung übernehmen. Wenn er im gemeinsamen Haus war, zog die Ex ins Hotel. Okay. Wenn er die Kinder nicht hatte, ist er für die ganze Woche zu mir gefahren. Okay. Hat bei mir im Homeoffice gearbeitet. Das war mir oft zu viel und zu eng. Dies habe ich auch geäußert, er hat es jedoch ignoriert und mir immer begründet, wir sollten die Zeit, welche wir zur Verfügung haben, auch nutzen. Ah, es geht doch ein bisschen in eine andere Richtung, als ich gedacht hätte. Okay. Ich fühlte mich bedrängt, nicht respektiert und hatte das Gefühl zu ersticken. Das ist aber auch am Anfang auch echt ganz schön viel, ne? Ja. Aber manchmal geht's auch gut. Er ist unglaublich anhänglich. Ah, okay. Und besitzergreifender Mensch lässt einem keinen Freiraum. Finger klebt ständig an mir, klebt wie ein Ertrinkender. Ich habe mein Leben nur noch nach seiner Verfügbarkeit ausgerichtet. Ja, du solltest auf jeden Fall Modul 4 machen bei mir. Co-abhängige Bindungsangst. Das kann ich dir schon mal sagen, weil das ist ein Grund für Bindungsangst ist, dass wir uns nicht trauen, unsere Grenzen zu setzen, so, weil wir Angst haben, da nicht geliebt zu werden. Die Wochen vergingen und die Anspannung wurde immer größer. Diese eine Woche zu wenig, eine Woche zu viel machte mich nicht glücklich. In seinem Umfeld hat er mich bis jetzt niemandem vorgestellt. Das ist ja auch ein bisschen seltsam. Das ist leider auch eine BFR. Wenn das jetzt Weihnachten war und wir haben jetzt Mai, das ist super weird. Okay. Seine Kinder habe ich bis heute nicht kennengelernt. Ja gut, das ist natürlich wünschenswert, aber wenn die relativ frisch geschieden sind, der ist mir auch zu frisch geschieden hier, der Typ, der muss ich erstmal sammeln irgendwie. Unser Beziehungsleben hat immer bei mir und in meinem Umfeld stattgefunden. Er begründete es damit, dass er keine Freunde habe und für die Kinder noch zu früh sein. Er zog mich in die Regelung seiner Vergangenheit hinein, wollte immer seine Themen mit mir besprechen und wollte, dass ich ihm sage, was er tun soll. Begründung, das tut man so in einer Partnerschaft. Okay, das nächste Problem, was wir hier haben, ist, dass er nicht in seiner Polarität ist. Ne? Das ist immer, Mami, was soll ich machen? Mami, Mami, Mami. Das ist upturned und wenn Männer so kleben, ist auch extrem upturned. So, ne? Oh. Vor ein paar Wochen hat es dann nach einigen Nachhaken zugegeben, dass er sich erst nach unserem zweiten Date von seiner Frau getrennt hat. Okay, hier würde ich mich sofort trennen. Sofort. Angelogen. Raus. Es ist unfassbar, wie viel darüber gelogen wird, was noch an Sex und was weiß ich mit dem Ex ist. Könnte ich natürlich sagen, es ist eine Übergangsphase, aber erstmal hat er dich knallhart angelogen und dann war er überhaupt nicht Single zwischendurch. Ne? Wie soll das denn gehen irgendwie? Oh. Hat er nur darauf gewartet, dass eine andere ihm die Socken wäscht irgendwie? Oh, schönen Dank, ey. Und das ist natürlich eine bescheuerte Begründung, die er da bringt. Also, gut, machen wir mal weiter. Also hoppla, jetzt ist mir auch so einiges klar. Auch wenn ich das wohl geahnt hatte, war die Enttäuschung und der Schock groß. Trotzdem habe ich die Beziehung nicht beendet. Er hat mir versichert, dass er mich liebt und mir eine Zukunft möchte. Ja, aber du weißt jetzt schon, also ich meine, das muss ja jetzt nicht so ein bösartiger Lügner sein, aber du weißt ja, dass er jetzt lockeres Verhältnis hat zur Wahrheit. Ich meine, das ist menschlich, vielleicht, aber und dass er auch, worauf ich hinaus will, in anderen Situationen, wo es ihm vielleicht besser passt, vielleicht auch lügt. Und es könnte auch heißen, dass er so abhängig ist, dass er sich erst trennen konnte, als jemand Neues da war.
was super unattraktiv ist und überhaupt nicht in der Polarität. Also wie du es auch drehst und wendest, nichts Gutes auf jeden Fall. Ne? Er hat mir versichert, dass er mich liebt und eine Zukunft möchte. Ja, ist Liebe dann auch den anderen immer bedrängen und weiß ich nicht, immer an dem kleben und ist das Liebe? Na. Trotzdem war ich nie sicher, ob ich denn nun die ganze Wahrheit kenne. Ja, hat's ja von Anfang an steht, das Bauchgefühl, ne? Wir hatten ständig Diskussionen, er wollte einfach nicht verstehen, dass das Ganze schwierig für mich ist. Mir ging es immer schlechter. Also wenn es einem schlecht geht, da muss man auch gar nicht mehr. Ich hatte heute auch gerade wieder ein Gespräch mit jemand, die sagte, ja, eigentlich ist gar nicht viel, mir geht es nur so schlecht in der Beziehung. Leute, das reicht. Das reicht. Also wir haben ja nicht nur den Verstand, wir haben auch den Körper. Körper ist nicht nur dafür da, uns durch die Gebens zu tragen, sondern er zeigt uns auch Sachen an, wie so ein Seismograph, ne? Vor 2 Wochen habe ich ihm gesagt, dass ich so nicht weitermachen kann. Ich brauche Abstand. Die Geschichte kostet mich wahnsinnig viel Energie und gibt mir eine Substanz. Nach mittlerweile 5 Monaten hat sich nichts geändert. Ich bat ihn nochmals darum, noch endlich seine Dinge zu regeln und sich für eine Lösung zu entscheiden. Okay, das ist ja nicht nur, dass er euch beide ausgetauscht hat, gelogen hat, sondern gibt dir noch nicht mal die Sicherheit, was ja auch logisch ist. Irgendwo, wenn die mal gerade kurz auseinander sind. Leute, wenn sich so ein Ehemann gerade getrennt hat, das ist vielleicht was für eine Nacht oder so, aber also er gibt dir noch nicht mal die Sicherheit. Ja, super. Er ist dann für 1 Woche zu seinen Eltern gefahren. Da hat er offenbar ein Gespräch mit seiner Schwester und mir mitgeteilt, dass er jetzt wisse, wie ich mich fühle und was er nun tun müsse. Ja, Worte sage ich ungern wieder, erzählen natürlich gar nichts. Nun kommt er plötzlich mit der Idee, in der Nähe von mir eine Wohnung zu mieten. Das heißt, er würde 100 Kilometer von seinen Kindern wegziehen. Was wieder neue Probleme schafft. Auch möchte er am liebsten gleich zusammenziehen. Das kommt für mich momentan jedoch nicht in Frage. Nun gibt er mir die Schuld, dass, wenn er schon eine Lösung sucht, ich dann nicht bereit sei, mitzumachen. Ja, okay. Ja, kann ich aus einer Sicht verstehen. Ich sei kompliziert. Ja. Gibt auch eine andere Sicht, ne? Seine Sicht ist vielleicht so, dass du kompliziert bist, ja. Sagt auch seine Schwester, er tue doch alles für uns. Ja, ich glaube auch, dass nach seinem Gefühl, das mag so sein, ja. Wenn ich nicht so will, wie er sich das vorstellt, gibt es wieder Diskussionen. Er überschreitet dauernd meine Grenzen. Das hört sich auch so ein bisschen an, auch eine gewisse Portion Egoismus dabei wäre, ne? Und versucht, seinen Kopf durchzusetzen. Wenn wir zum Beispiel für Freitag verabredet haben, schreibt er Dienstag täglich, ob er denn nicht schon heute kommen soll. Das ist genau das Verhalten von Männern, was Frauen austrocknen lässt, regelrecht. Also, das ist einfach. Also, da musst du gar nicht nach Bindungsangst suchen, weil das wird jede Frau komplett. Weil das so unpolar ist, wie nur irgendwas. Also, er ist unpolar, lügt dich an und respektiert deine Grenzen nicht. Wo ist denn das Gute jetzt so? Er erwartet von mir, dass ich ihm sage, wie er die Themen Haus und Kinder und Wohnort lösen soll. Mami, was soll ich machen? Nehmen wir das weiche Klopapier oder das harte Klopapier heute? Ach, ich finde es ein bisschen gemein. Aber ist ja so. Also das ist eben nicht in der Polarität. Ne? Das ist eben, das ist, was Frauen nicht mögen. Also natürlich kann man als Mann in einer laufenden Beziehung sich mit der Frau mal aussprechen und natürlich, ne, verstehe mich jetzt nicht falsch, aber er hat nicht dieses polare Mindset und dass du so meilenweit von entfernt, wie du irgendwie, wie nur ein Eisbär vom Äquator, also wirklich. Aber gleichzeitig ist er so, dann ist er dann doch wieder so hart, dass er dir das alles vorschreibt, ne? Dafür möchte ich auch die Verantwortung nicht übernehmen. Ja, good for you. Ich bin mir unsicher, stimmt da was mit mir nicht? Bindungsangst, sowas, meine Reaktion ganz normal. Also ich sag ja immer wieder, Bindungsangst und Verlustangst sind ein Stückweise auch völlig normale Reaktionen. Also wenn jemand ständig unsicher ist, kriegt man Verlustangst. Wenn jemand ständig einmal auf der Pelle hängt, kriegt man Bindungsangst. Ne? Und das ist jetzt nicht so gemeint als psychologisches Bindungsangstthema, sondern in dem Fall tatsächlich ganz normal. Zum Problem wäre es erst, wenn du so ein Muster von Beziehung hast, wo das immer wieder auftaucht. Aber sein Verhalten ist so unpolar und so abhängig, dass ich es tatsächlich normal finde.
Aber er hat eine ganz andere Sicht auf die Dinge, ne? Das darf man natürlich auch haben, ne? In den Gesprächen passiert nun öfters die Schuldumkehr. Wenn ich etwas für mich nicht passt, kommt die Antwort, ja, aber ich habe es doch gut gemeint, du bist so unfair. Sehen wir mal an, du hast eine, du magst keine Leberwurst, du magst Marmelade, so. Und deine Mutter schmiert dir immer wieder Leberwurstbrot, obwohl du lieber Marmelade isst, so. Und dann sagst du irgendwann deiner Mutter, Mensch, ich habe jetzt doch tausendmal gesagt, warum schmierst du mir keine fucking Marmeladenbrote, ne? Und dann sagt die Mutter, hab's doch nur gut gemeint mit den Leberwurstbroten. Ja, wie fühlt man sich dann? Nicht gehört. Also das glaubst, das macht seine Wahrheit sein, was er sagt, aber du fühlst dich nicht gehört und du hast mir jetzt hier die Mail geschrieben, ne? Und es ist dann, für dich ist es eben auch unfair, dass er dich nicht versteht, ne? So. Langsam verzweifle ich, ich weiß echt nicht mehr, was ich tun soll. Ich mag ihn wirklich sehr, aber das überfordert mich. Also, willst du das wirklich aufrechterhalten? Wenn ja, würde ich ihm ganz klare Grenzen setzen, würde ich sagen, du ziehst nicht hierher. Also ich will es auf jeden Fall nicht. Also das würde ich auf gar keinen Fall mitmachen. Wenn er sagt, ich ziehe zu dir, würde ich sagen, würde ich an deiner Stelle, würde ich sagen, ich trenne mich sofort. Weil die Verantwortung, dann wohnt er bei dir und dann hängt er dir, selbst wenn ihr getrennt seid, hängt er vielleicht immer auf der Kappe und würde ich, ich meine, so richtig gut anhören, tut sich das alles nicht, sag ich ganz ehrlich, aber wenn du daran festhalten willst, dann würde ich ihm sagen, so, nee, du bleibst da schön wohnen, du holst dir eine Wohnung da, dann sehen wir uns mal, wenn wir beide das möchten und nicht nur, wenn du es willst, wir müssen wir mal gucken, wie es dann läuft. Vielleicht können wir sagen, machen wir eine Wochenendbeziehung erstmal oder so, dass du erstmal wieder Luft kriegst und das erstmal auf die Beine kommt. Also, aber ich glaube ehrlich gesagt, solange er nicht mal zeitlang alleine war und diese Abhängigkeit mal angegangen ist, ist das, glaube ich, unheimlich schwer, mit ihm eine Beziehung zu führen. Ne? Hoffe, das hilft dir ein bisschen weiter.